Hi there! Romantic filter in, action globby. Jetzt gelöscht an die Hill. Achtung! 3, 2, 1. Bei dir, Apotheke? Wenn ich noch weiter, wenn er auf der Schiene läuft. Aber Geduld, weißt du, so wie die Russen Geduld haben in Syrien, brauchen wir Geduld in der Schweiz, um die Wahrheit zu erkennen. Du bist noch jung, du kannst die Geduld noch leben, oder? Mhm. Ich habe sie nicht mehr bezahlt, weißt du. Mit welchen Leuten kannst du über das reden, wenn du ins Büro nicht gehst? Yes, wenn ich. Wenn ich mit das wäre nicht, oder? Ja, das wenn ist. Wenn ich hätte, dann schon. Also, es hat einen Haufen Linken. Aber die Linken müssten ja, Linke müsste ja eigentlich sofort merken, was für die Schuhe mit. Das nicht. Die checken nicht. Weißt du, weil die Linken lesen, die sind Neokons gesteuert. Oder? Ja. Das ist der Witz. Medien oder Tagesanzeigen zum Beispiel aus einem Sättigungszeug aus. Oder? Ja. Das ist alles Neokons gesteuert. Ja. Oder? Aber das kannst du denen nicht erklären. Du musst nur den Namen zeigen. Oder über Dialog. Dialog, so wie du machst. Oder du, so. Musst nur herhören, zum Beispiel den Namen vom Herausgeber vom Tagesanzeiger. Ja. Der heisst Konix. Konix, ja. Konix, damit weisst du Bescheid, oder? Konix ist einfach so eine Abwandlung von Kohn. Kohn, ja. Kohn, wer sind Kohn? Immer, überall auf der Welt. Ach, das habe ich nicht gewusst. Für mich schreibt der Herr Meyerberg ausgesprochen subjektiv und bringt sehr einseitig gefärbte Artikel, die für mich zum Teil auch sehr an der Limite vom Anstand sind und dort hört es für mich auf. Herr Konings, es ist heute einiges gesagt worden über Abwesende, aber der Niklas Meyerberg ist da. Ja. Und ich würde schon ganz gerne hören von einem Journalisten und Schriftsteller, der sich in seiner Heimat im literarisch-journalistischen Exil befindet, was er dazu zu sagen hat. Ja, das ist richtig, in der Woche zu sein. Oder vielleicht auch im Aargauer Tagblatt rein, Herr Sigrist, nächstes Mal. Ja, vielleicht im Kulturteil. Ich bin im 76 bin ich rausgefallen im Tagi wegen einem Artikel über den Fürst von Liechtenstein. Hat sich herausgestellt, dass die Tante vom jungen Herr Konings, also die Schwester vom damaligen Verleger Otto Konings, im Fürstentum Liechtenstein wohnt und nicht mehr aufs Schloss eingeladen worden ist zum Nachmittagstee nach dem Artikel. Und ich finde es wahnsinnig, dass jemand wie der Herr Konings, der zum Journalismus, zum geschriebenen Wort, eine Beziehung hat, wie der Würger von Boston zu den Frauen, der rein nichts versteht von Journalismus, wo einfach der Jung vom Alten ist, genau wie sein Vater der Jung vom anderen Alten war, da innen kann sagen, der und der schreibt nicht und der schreibt nicht. Und dass da unten der Studer hockt und dass sich der das gefallen lässt. Kann eine Redaktion noch darüber bestimmen, ja, wer auch etwas sagen muss. Herr Studer. Situation. Was ich mit der ganzen journalistischen Arbeit versuche zu machen, ist, diesen Leuten das Wort zu geben, wo eben das Wort sonst nicht haben. Oder? Sie kann nichts, es sind Jota. Oder? Das kannst du also einen Tagesanzeiger tun. Das ist sicher nichts, wo der jüdisch-amerikanische Imperialismus irgendwo in Frage stellt, publizieren. Ein Redakter, der das machen würde, würde sofort fehlen, oder? Nein. Mhm. Wow. Wir hätten nötig, dass die Zeitungen ihre eigene Geschichte erforschen. Es gibt zum Beispiel keine Geschichte des Tagesanzeigers, das gibt es einfach nicht, obwohl diese Zeit im Ersten Weltkrieg eine Propagandatrompete der obersten deutschen Heeresleitung war. Und obwohl diese Zeitung 1931 auf der ersten Seite einen Leitartikel von Adolf Hitler publiziert hat und 1933 auch auf der ersten Seite, beides mal ohne redaktionelle Einführung, einen Leitartikel von Benito Mussolini. Konixes Jota, oder? Jotische Motik. Konixes? Konixes. Wo leben denn die? Ja? Wo leben denn die? Konixes? Zürich, ja. Die haben den Tagesanzeiger verlagert, oder? Aha, okay. Ja, jetzt ist ganz klar, dass der Chefredakteur beim Tagesanzeiger kann nichts schreiben, der kritisch gegenüber einem jüdisch-amerikanischen Imperialismus ist, oder? Muss genau nach Vorgabe schreiben, der, oder? Und die Linken sagen, der Tagesanzeiger, gehst links, dann glauben sie, was der steht. Das ist gleich wie... Das ist gleich wie die Liberté in Frankreich. Ja. Liberté.
gehört dem jüdischen Milliardär, oder? Es ist ganz klar, dass Libertär nichts schreibt, wo irgendwie gegen die Amerikaner ist, oder? Obwohl es kommunistisch ist, oder? Ja, so drollig ist das, oder? Und so einfältig. Jemand wie der Herr Konigs, der zum Journalismus, zum geschriebenen Wort, eine Beziehung hat, wie der Würger von Boston zu den Frauen, die rein nichts versteht. Ja, zu Meyerberg. Ja, sie hat eine wunderbare Stelle noch, man könnte ganz... Ja, aber das habe ich bis vor 2,5 Jahren noch nicht gewusst, ja, weißt? Du? Ja, aber da seid ihr damit beschäftigt, jetzt bist du hingekommen, oder nicht? Ja, aber eben, es ist... Aber eben, weißt du, ich werde wegen dem diffamiert. Mich dann die Leute meiden, zum Beispiel. Ja, ja. Ein bisschen Frieden. Ganz stark in diesem Kreis sind Verschwörungstheoretiker oder Verschwörungstheorie, das ist ein Kampfbegriff. In die rechte Ecke drücken mit diesem Bericht. Das gilt jetzt eben als Antisemit. Du sollst eben Bücher schreiben, weißt du, das, der weiß viel, weißt du? Ja. Wäre coolere Bücher, ich bin jetzt schreiben Bücher, weißt du? Oder vielleicht so ein Heftli, weißt du, wäre gut. Eben, ich habe die verpasste Gebühren nicht, leider. Ja, ich bin heute das Kaffee gesoffen und heute der Blödsinn, der Zürich Zeitung schreibt, durchblättert. Zum Beispiel will man jetzt wegreden, dass es sich in Ecuador würde um einen Putsch handeln, oder nicht? Ja. Ja, so weißt du, kannst du jetzt tot lachen. Ja, und du weißt ja, dass... Bolivien hat, glaube das höchste Lithium... Bolivien hat das höchste Lithium-Vorkommen. Oh, sehr gross. Und das wird jetzt natürlich jetzt verdreifacht, Nachfrage nach Lithium. Weißt, das ist wie das neue Erdöl, weil wir ja heute ja viele Batterien haben. Weißt, in Batterien braucht es Lithium. Aber weißt du, aber das checkt Klima-Jugend leider größten Teil auch nicht, wieder. Weißt du, alle im Südamerika, Ölgeschäfte gehören alle Amerikaner. Ich weiß das, heißt, was haben sie mir gesagt? Weißt, ja. Ich begann, weißt in Südamerika, einer hat nicht gelebt, alle mit sagen, Combox geschnurrt, er hat mir nicht zurückgeflüttert. Er laufe ihm nicht nachher. Weißt du, ich weiß nicht, was er vergründet. Entweder geht es ihm gesundheitlich nicht gut, wie du ja mal. Aber er hat ein Schlägli gehabt. Haben wir Leute am Flipsmarkt gesagt, vor eineinhalb Jahren. Oder E-Mail schreiben vielleicht denen, weißt du? Was? Weißt du, E-Mail schreiben denen, weißt du? Botschafter. Nehmt doch da mit im Kontakt. Ich gehe jetzt übrigens nächsten Donnerstag an Journalismustag nach Winterthur. Winterthur? Da bin ich schon mal gewesen. Sicher? Und es kommt ein tscherkessischer Freund kommt eben mit. Nein, also es kostet eben... Wie viel kostet ungefähr? Ja, eigentlich 160 Franken. Ein Tag, oder wie? Ja, aber weißt du... Man muss sich anmelden. Weil weißt du, es bringt nicht so viel, wenn man da... Also es ist schon schön, wenn man 3, 4, 5 Leute kommen. Und dann geht es recht darum, dass man dann auch ein bisschen die Frage stellt, weißt du, was ich nicht gerne höre. Aha. Ja. James Joyce. Also, was für Leute haben besonders emotional reagiert? Es ist eben lustig, dass es wie höher dass der Bildungsgrad ist, desto schneller sind sie blockiert. Ja. Oder weil sie haben noch mehr investiert. Ja. Ihnen das auf allen drei, auf allen drei Schulstufen eingekämmert, die Birnen, oder? Und sie haben es gelernt, und sie haben Aufsätze darüber geschrieben, und sie haben Arbeiten darüber geschrieben. Gerade zum Beispiel, Metiers, die vernetzt sind, offen mit der Geschichte vernetzt sind, wie Juristerei und so weiter. Oder? Mhm. Die haben dort viel Zeit investiert, in Geschichtssachen. Und die sind blockiert, Ja. Es würde sonst heissen, dass sie sich bis jetzt hat lassen, lassen um führen. Genau. Und das ist nicht möglich. Sie sind ja so wahnsinnig gescheit, dass man sie nicht den Nasen umführen kann. Darum muss ja das wahr sein, was das Mainstream sagt. Genau. Sonst würde es ja heissen, dass sie bis jetzt ein Giggler waren und einen Scheissdreck hätten geglaubt, oder? Genau. Und deswegen reagiert es emotional. Ja, ja. Oder einfach überhaupt mit einer Blockade fertig. Sag nicht, du bist ein Giggler, du weißt das, oder du bist nicht. Ich bin beim Professor sowieso gesehen.
Darum muss ja das wahr sein, was das Mainstream sagt. Genau. Sonst würde es ja heissen, dass sie bis jetzt ein Giggler waren und einen Scheissdreck hätten geglaubt, oder? Genau. Und deswegen reagieren sie emotional. Ja, ja. Oder einfach überhaupt mit einer Blockade fertig. Sagen, du bist ein Giggler, du bist, was weisst du, oder ich bin beim Professor sowieso gesehen. Ja, gerade eins, was mit dem geschnurrt, der hat noch beim Hofer-Walterli hat auch noch studiert. Was für Walterli? Hoffer, der Walter Hoffer. Ja. Der Walter Hoffer, das ist ein Berner Geschichtsprofax gewesen, und der hat auch publiziert zum Zweiten Weltkrieg, oder nicht? Mhm. Der Hoffer Walterli ist ein cleverer Giel gewesen, der hat dann gemerkt, dann ist nachher gerade so Antikommunismus-Welle gerollt, oder? Mhm. Und der ist nachher so clever gewesen, dass er nachher die mit einbezogen eben hat russische Mitschuld, oder? Eben sehr leicht herzuleiten, aus dem Ribbentrop-Molotow-Abkommen und so weiter. Und er hat dem einen grossen Raum gewidmet. Und er ist international als absoluter Kenner von Materie gefeiert worden und seine Geschriften eben über die diplomatische Vorgeschichte vom Zweiten Krieg haben sozusagen das Rennen als Standardwerk gemacht. Oder? Mm-hmm. Und die Berner waren mächtig stolz auf die Schweiz, auf ihren Hofer-Walterli. Und der lebt der noch? Nein, könnte sein, dass der noch lebt. Der ist aber noch ins Bier gekommen. Aber hast du mit dem nie über das geredet? Weißt du, es bringt das, oder? Ich bin Professor, ich habe jemanden, wer seid ihr? Das sind da kleine Schnörri in der Wirtschaft. Und alle, die drumherum sind, sagen, ja, das ist der Professor Hoffer, oder? Und was ist er da, oder? Nein, er ist nichts, oder? Mit dem habe ich nie geschnurrt. Aber er ist aber noch ins Bier gekommen. Er ist aber noch der Bar gestanden, und jemand hat den Stangen gesoffen. Und er schon auch emeritiert ist gesehen, oder nicht? Eben, und das Gleiche haben wir nicht nur eben in der Geschichtsforschung, aber auch in der Klimaforschung. Ja, es ist genau dasselbe, haargenau dasselbe, oder nicht? Mir ist das Klima unglaublich wichtig, weil manchmal vergessen wir in den Nationen, wo wir leben, dass wir eigentlich alle auf einem Planet sind. Wir haben keinen Planet B. Ich erwarte das, weil es so etwas Wichtiges ist und wir alle da drinnen stecken und es ist so eine grosse Verantwortung, dass sie dem Pariser Abkommen einfach gerecht werden und am liebsten noch mehr machen, als es dort verlangt wird. Es ist so unglaublich wichtig und es wäre doch mega schön, wenn wir in 30 Jahren zurückschauen und sagen, Gott sei Dank haben wir dann so reagiert und können jetzt der nächsten Generation die Welt mehr oder weniger in der Ordnung weitergeben und nicht völlig zerstört. I was cured, all right.